Die Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH in Kiel wurde Ende 2012 in ThyssenKrupp Marine Systems GmbH umbenannt. Die Unternehmensgeschichte der größten deutschen Werft reicht bis zur Gründung einer Eisengießerei und Dampfkesselbauanstalt im Jahr 1838 zurück. Hintergrund: Das Unternehmen entstand 1968 aus der Fusion der Howaldtswerke Hamburg AG mit der Kieler Howaldtswerke AG Kiel und der Deutsche Werft AG. Seit der Fusion mit den ThyssenKrupp-Werften am 5. Januar 2005 war HDW eine GmbH-Tochter der Holding ThyssenKrupp Marine Systems AG. Die HDW GmbH wurde mit der Eintragung ins Handelsregister am 10. Dezember 2012 in TKMS GmbH umfirmiert. Bekannt ist das Unternehmen heute vor allem für seine U-Boote mit Brennstoffzellenantrieb der Klasse 212A, die es in Kooperation mit den Nordseewerken Emden baute. Die Bundesregierung fördert den Export von U-Booten mit Kreditzusagen und Kaufsubventionen, wie im März 2010 an Griechenland. Damals soll die deutsche Regierung von Griechenland als Voraussetzung für Konzessionen bei der Ausgestaltung des Rettungspakets gefordert haben. Zwei U-Boote der Poseidon-Klasse in Lizenz der HDW für 1 Milliarde Euro zu kaufen. Auch im zivilen Bereich hat die Werft innovative Prototypen konstruiert und gefertigt, wie ZB, die seinerzeit größten Containerschiffe für die APL oder die ersten lukendeckellosen Containerschiffe der Welt für die Reederei Norwegian. In der jüngeren Vergangenheit wurden meist Prototypen auf HDW entwickelt und gefertigt und Folgebauten dann in Lizenz im Land der Auftraggeber gebaut. Dies betrifft heute insbesondere sogenannte Package-Verträge im U-Boot-Bau. Dieses Verfahren ist umstritten. Es sichert zwar den Innovationsstandort Deutschland, aber nicht die Arbeitsplätze in der Fertigung. Der Diebstahl intellektuellen Eigentums seitens des Auslands ist nicht auszuschließen. Geschichte, Maschinenbauanstalt und Eisengießerei Schweffel und Empowald. Am 1. Oktober 1838 gründeten der Ingenieur August Ferdinand Howald und der wohlhabende Kieler Kaufmann Johann Schweffel die Maschinenbauanstalt und Eisengießerei Schweffel und Empowald, die in Kiel-Kessel, Dampföfen sowie Maschinen für die Landwirtschaft in Schleswig und Holstein herstellte. Im Jahr 1849 wurde die erste Dampfmaschine für ein Seeschiff hergestellt, das Kanonenboot von der TAN der schleswig-holsteinischen Marine. Nach der 50 Jahre zuvor in Frankreich erprobten Autilus bauten Schweffel und Empowald ein 1850 dk-Sekunden erste deutsche U-Boot, den Brandtaucher, heute in Dresden im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr zu besichtigen. Der Bau in Kiel entstand eher aus Zufall, denn im Schleswig-Holsteinischen Krieg waren die Dänen dem ursprünglich geplanten Bauort Rendsburg bereits zu nahe gekommen. Hauptbetätigungsfeld war jedoch weiterhin der Bau von Dampfmaschinen. Gelegentlich wurden kleine Schiffe gebaut. 1860 dk-Sekunden Buxierschiff Kiel und 1864 dk-Sekunden Buxierschiff Schwentine. 1879 schied Johann Schweffel Jr., der Sohn des Mitbegründers von Schweffel und Empowald, aus der Firma aus und das Unternehmen wurde von den drei Söhnen August Ferdinand Howalds Georg, Bernhard und Hermann Howald als Maschinenfabrik Gebrüder Howald weitergeführt. Georg Howald hatte bereits 1865 auf einem gemieteten Platz bei Ellerbeck eine kleine Werft errichtet, auf der im gleichen Jahr ein kleiner Dampfer von 93 BRT namens Vorwärts vom Stapel lief. Aus dieser 1867 vom Norddeutschen Bund übernommenen Werft wurde dann die Königliche Werft Kiel. 1876 gründete Georg Howald in der Dietrichsdorfer Feldmark an der Schwentine Mündung auf einem 440 Quadratmeter großen Gelände die Kieler Schiffswerft mit zunächst 95 Arbeitern. Der neue Betrieb expandierte schnell. 1883 waren bereits 1195 Arbeiter auf nun 6600 Quadratmeter großen Areal tätig. Maschinen und Zubehör für die Schiffe bezog die Werft von der Maschinenfabrik Gebrüder Howald. Diese erwies sich bald als zu klein und daher wurde neben Georg Howalds Werft eine neue Maschinenfabrik errichtet, die 1883 eröffnet wurde. Eine eigene Dockgesellschaft war zum Betrieb eines Schwimmdocks gegründet worden, um auch Schiffsreparaturen durchführen zu können. Von dieser
dieser gründerzeitlichen Werft steht heute nur noch die 1884 durch den bekanntesten Kieler Architekten seiner Zeit, Heinrich Moldenschatt, errichtete alte Metallgießerei, die zum Industriemuseum ausgebaut wurde. Am 22. Juni 1889 wurden die Maschinenfabrik Gebrüder Howaldt und die Kieler Schiffswerft von Georg Howaldt, ehemals Reuter und MIHMS, zur Aktiengesellschaft Howaldts Werke vereinigt. Firmensitz war das Gelände in Dietrichsdorf am Ostufer der Kieler Förde, auf dem bis 1983 Schiffbau betrieben wurde. Bis zur Jahrhundertwende hatten bereits 390 Dampfer die Werft verlassen. Im Ersten Weltkrieg wurden einige U-Boote für die kaiserliche Marine gebaut. Die Howaldts Werke profitierten davon, dass Kiel in dieser Zeit zum zentralen Hafen der deutschen Marine ausgebaut wurde. Nach dem Tode seines jüngsten Bruders Hermann im Jahre 1900 und dem Ausscheiden von Bernhard Howaldt leitete Georg Howaldt mit seinem ältesten Sohn, A.J. Georg, das Unternehmen. 1897 wurde nach dem Brandtaucher als zweites U-Boot das sogenannte Versuchs-U-Boot bei Howaldt gebaut, das aber technisch nicht überzeugte. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs waren die Howaldts Werke nicht mehr in großem Stil mit dem Bau von U-Booten befasst, sondern konzentrierten sich auf große Schiffe für die kaiserliche Marine. Die Belegschaft wuchs vor dem Ersten Weltkrieg auf 3000 Mann. 1908 bis 1911 wurde das Linienschiff SMS Helgoland gebaut, ein 1908 DK-Sekunden erstes Schiff mit turboelektrischem Antrieb, das U-Boot-Hebeschiff SMS Vulkan. 1911 folgte das Linienschiff SMS Kaiserin und 1916 als eines der letzten fertiggestellten Linienschiffe der kaiserlichen Marine die SMS Bayern. Zudem folgte ab 1917 der Bau der großen Torpedoboote H145 bis H147. Howaldts Werke AG, Kriegsmarinewerft Kiel. Nach Kriegsende 1918 stand die Werft in Kiel vor einer beinahe Pleite und hielt sich U.A. mit Arbeiten für die Deutsche Reichsbahn über Wasser. 1926 stand die Werft vor der Liquidation, doch der Inhaber der mit dem Unternehmen eng verbundenen Schwentine Dockgesellschaft, Heinrich Diederichsen, erwarb die Aktienmehrheit und betrieb die Howaldts Werke AG weiter. Die Vulkanwerke Hamburg wurden im Jahre 1930 von der Deutsche Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft übernommen und zusammen mit der insolventen Werft Janssen und M. Schmilinski als Howaldts Werke AG Kiel, Abteilung vormals Vulcan, weiter betrieben. Die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre ließ die Tätigkeit aller Werften auf ein Minimum sinken, erst ab 1934 war mit dem Beginn der Aufrüstung von Reichs- bzw. Kriegsmarine wieder eine Belebung zu verzeichnen. Heinrich Diederichsen verkaufte im März 1937 seine Howaldt-Anteile an die staatliche Deutsche Werke AG mit Sitz in Berlin und die beiden Howaldt-Standorte Hamburg und Kiel wurden selbstständige Einheiten. Vorstand in Kiel wurde Felix Scheder-Bischin, der vorher ab 1934 Direktor der Emder Nordseewerke gewesen war. Am 1. April 1939 übernahm die Kriegsmarine die Kieler Werft in Neumühlen-Dietrichsdorf und führte sie mit den Einrichtungen des Marinearsenals Kiel als Kriegsmarinewerft Kiel mit einer Belegschaft von 17.730 Personen weiter. Die Wirtschaftlichkeit dieses staatlichen Betriebes war unbefriedigend und daher wurde zum 1. Juli 1943 von den ab 1939 in Hamburg ansässigen Howaldts Werken der Rückkauf des Kieler Standortes getätigt. Im Zweiten Weltkrieg bauten die Howaldts Werke insgesamt 64 U-Boote des Typs VIC. Auf der Kieler Werft wurde von 1941 bis 1943 dafür der U-Boot-Bunker Kilian errichtet. Bei Kriegsende waren in Kiel 80% der Gebäude und 60% der Maschinen zerstört bzw. nicht mehr betriebsfähig. Im Hamburger Werk waren 36% der Gebäude, 12,5% der Maschinen und 22% sonstige Anlagen unbrauchbar. Von den drei Kieler Großwerften Germania Werft, Deutsche Werke Kiel, DWK und Howaldt wurden nur die Howaldts Werke nicht demontiert. Kieler Howaldts Werke AG, Kiel und Howaldts Werke Hamburg AG. Anfang 1953 wurden die beiden Werften in Hamburg und Kiel wie bereits 1939 wieder zu selbstständigen Unternehmen.
Die Kieler Werft hieß nun Kieler Howaldtswerke AG Kiel, der andere Standort Howaldtswerke Hamburg AG. Im November 1954 erfolgte die Verschmelzung der Kieler Howaldtswerke mit der DWK, deren Werftanlagen in Kielgarden nach 1945 fast völlig demontiert wurden. Die größte Helling Nummer 3 auf dem früheren DWK-Gelände, das nun die Bezeichnung Kieler Howaldtswerke AG Werkgarden bekam, wurde als neue Helling I wiederhergestellt und für Schiffe bis zu 80.000 TDW erweitert. Bis Ende der 1950er Jahre wurden eine neue 11 Meter hohe Schiffbauhalle mit 5.500 Quadratmeter Fläche und zusätzlich zu den beiden vorhandenen Trockendocks Nummer V und VI der ehemaligen DWK zwei neue Baudocks für Schiffe bis 85.000 bzw. 120.000 TDW errichtet. Die Belegschaft umfasste 1956 über 13.000 Personen. Im Wirtschaftswunder der 1950er Jahre florierte der Schiffbau. Unter anderem ließ Aristoteles Onassis einige seiner Tanker bei Howald bauen. Fusion zu HDW. Ende 1968 schlossen die beiden Hamburger Werften Howaldtswerke Hamburg und Deutsche Werft mit den Kieler Howaldtswerke einen Betriebspacht- und Auftragsübertragungsvertrag mit dem neuen Unternehmen Howaldtswerke Deutsche Werft AG ab, das zu gleichen Teilen dem Salzgitter-Konzern und der Deutsche Werft AG gehörte. Die Gesamtbelegschaft von HDW betrug zur Zeit der Gründung 21.684 Personen. 1969 fusionierten die Hamburger und Kieler Aktiengesellschaften und wurden 1970 in eine GmbH umgewandelt. Zum 1. Januar 1972 übernahm der Salzgitter-Konzern die Anteile der Deutschen Werft AG und war nun alleiniger Eigentümer der Howaldtswerke. 1973 wurde das bisher gepachtete Anlagevermögen der Deutschen Werft in Finkenwerder gekauft und der Schiffbau dort eingestellt. Der HDW-Standort Hamburg wurde in den 1980er Jahren völlig aufgegeben. Das Werk Reierstieg stellte 1982/83 den Betrieb ein, das Werk Rost, die ehemalige Vulkanwerft, folgte zwei Jahre später 1985. Umfangreiche Investitionen bedingten 1975 eine Kapitalerhöhung, die zu einer Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an HDW von 25,1% führten. Diese Anteile wurden in den 1990er Jahren vom Land wieder verkauft. Bereits 1968 war der U-Boot-Bau in Kiel auf das Areal des früheren Großmotorenwerkes Buckau-Wolf umgezogen. Das als Werk Kiel Süd der damaligen Kieler Howaldtswerke bezeichnete Gelände war bis 1945 Teil der Germania-Werft und wurde 1989 wieder geschlossen. Das veraltete Stammwerk in Dietrichsdorf wurde Anfang der 1980er Jahre stillgelegt und der Betrieb vollständig in den modernen Anlagen in Garden konzentriert. 1983 wurde das Werk Dietrichsdorf an der Schwentine-Mündung, wo 1876 die von Georg Howald gegründete erste Werft entstand, aufgegeben und das Gelände im Dezember 1984 an die Stadt Kiel verkauft. Die Reste des dortigen U-Boot-Bunkers Kielian wurden um 2000 herum beseitigt und das Areal für die Erweiterung des Ostuferhafens benutzt. Heute ist dort UA der Anleger für die Fähre nach Klaipeda der litauischen Reederei Abdfds Lisko. 1981 betrug der Umsatz der HDW 1,01 Milliarden DM, verzeichnete aber einen Jahresverlust von 85 Millionen DM. Ab den 1990er Jahren sanierte sich HDW, um der Konkurrenz aus Fernost standhalten zu können. Besonders der Containerschiffbau geriet stark unter Druck. Durch Käufe der schwedischen Kockumswerft, den griechischen Hellenic Shipyards und Kooperationen wandelte sich HDW zu einem internationalen Konzern. Das heutige TKMS-Werftgelände in Kielgarden am Ostufer der Kieler Förde erstreckt sich über das Gelände der beiden ehemaligen Kieler Großwerften, Kaiserliche Werft DWK, Howaldtswerke und Germania Werft.
21. Jahrhundert. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften beschäftigt die HDW-Gruppe rund 6.600 Mitarbeiter in Deutschland, Griechenland und Schweden. Der Sitz der Gruppe ist Kiel mit Hauptaktivitäten in Kiel, Karlskrona und Malmö in Schweden sowie Skaramagas in Griechenland. Ein Schwerpunkt ist der Bau von U-Booten. Mit moderner Wasserstofftechnik wird international eine führende Position im konventionellen U-Bootbau eingenommen. Ebenfalls stammten die ersten Tarnkappenkorvetten der Welt von der Tochtergesellschaft Kockums ab in Schweden. Im März 2002 übernahm der amerikanische Finanzinvestor One Equity Partners von der Babcock AG die Mehrheit an der HDW. Als Babcock kurz danach Insolvenz anmelden musste, forderte die Babcock AG die UEP zu einer Rückabwicklung des Verkaufs auf. Diese Forderung wurde allerdings abgewendet. Seit 2005 ist HDW Teil der TKMS, zu der UR Blohm Plus Fonds in Hamburg gehören. Dazu hat die ThyssenKrupp AG die HDW vom US-Finanzinvestor UEP One Equity Partners gegen Gewährung einer Beteiligung von 25% an der neuen Holding ThyssenKrupp Marine Systems übernommen. Der Vertrag wurde von der Kartellbehörde genehmigt. HDW Hagenow Schiffstechnik wurde im Rahmen dieses Verfahrens an MTech Marine und Emp Offshore übereignet. Zunächst sollen alle Standorte erhalten bleiben. Langfristig soll ein europäischer Verbund angestrebt werden. Das Geschäft war umstritten. Zum einen wurde nach den Plänen von ThyssenKrupp die Konzernzentrale der TKMS nach Hamburg verlagert. Der gesamte Überwasserschiffbau soll eigentlich nach Emden und in Kiel blieben nur die U-Boote. Die Gewerkschaften und die dort Arbeitenden befürchten den Verlust von bis zu 1000 Arbeitsplätzen in Kiel. Inzwischen hatte HDW die Führung im Bereich Unterwasser innerhalb der TKMS übernommen. Die zivilen Überwasseraktivitäten wurden zum 1. Juli 2005 in die HDW Garden GmbH ausgegliedert, die zwar auf dem gleichen Firmengelände ansässig, aber buchungstechnisch eigenständig war. 2011 wurde die HDW Garden GmbH von Abu Dhabi Ma übernommen und wurde zunächst in Abu Dhabi Ma Kiel GmbH umbenannt. Seit März 2015 firmiert sie unter dem Namen German Naval Yards. Im Unterwasserbereich wurden die beteiligten Abteilungen des vormaligen Konsortialpartners NSWE divisionär unter die Leitung von HDW gestellt. Die von HDW in die TKMS eingebrachten Werften Hellenic Shipyards in Griechenland und die Kockums AB in Schweden sind nicht länger Bestandteil der HDW Group, sondern wurden als Teile von ThyssenKrupp Marine Systems firmiert, bislang allerdings ohne die bisherigen Gesellschaftsformen zu ändern. ASY wurde 2011 von ADM übernommen. Die von der Buxtehuder Reederei NSB Niederelbe Schifffahrtsgesellschaft bestellten und im Jahr 2010 fertiggestellten Containerfrachter NB418 und NB419, die eine Ladekapazität von jeweils 3400 Standardcontainern haben, sind die größten bei HDW gebauten Containerfrachter seit mehr als 12 Jahren. Der Auftrag für den schon angefangenen Neubau NB420 wurde storniert, die bereits verbauten 4000 Tonnen Stahl werden verschrottet. Im Oktober 2011 wurde bekannt, dass korruptionsverdächtige Millionenzahlungen von HDW an einen südkoreanischen Vertriebspartner geflossen seien. ThyssenKrupp kündigte daraufhin an, die Zahlungen zu prüfen, auch als Reaktion auf den Korruptionsverdacht beim Motorenhersteller Tognum, die mit dem HDW-Partner geschäftlich aktiv gewesen sein soll. Ende 2012 wurde im Rahmen der Umstrukturierung des ThyssenKrupp-Konzerns auch der Bereich ThyssenKrupp Marine Systems umgebaut. Die Kieler Traditions Werft HDW wurde am 10. Dezember 2012 in ThyssenKrupp Marine Systems GmbH umbenannt. ThyssenKrupp hat die beiden Geschäftsbereiche Anlagenbau und Marine Schifffahrt zusammengefasst in dem Bereich Industrial Solutions, zu dem auch die ThyssenKrupp Marine Systems Betriebe in Kiel, Hamburg, Emden und schwedischen Karlskrona gehören. Damit ist der Name HDW Industriegeschichte. Kiel hat künftig den Status einer Dachgesellschaft für die ThyssenKrupp Marine Systems Standorte. Bekannte bei HDW gebaute Schiffe oder Schiffsklassen. Die HDW hat in ihrer Geschichte bisher weit über 1500 Schiffe gebaut.
Darunter sind SMS Vulkan, erstes deutsches U-Boot-Hebeschiff, Otto Hahn Atomfrachter, Maxim Gorki als Kreuzfahrtschiff Hamburg im Werk Finkenwerder von HDW für die deutsche Atlantic Line Hamburg gebaut, 2009 auf den Abwrackwerften bei Erlangen demontiert. FS-1500 Fregatten ab 1981 Polarstern, Polarforschungsschiff. Astor, Kreuzfahrtschiff, Prinzessin Ranhild, Ro-Ro-Schiff Deutschland, Flaggschiff der Peter Deilmann Reederei sowie das Traumschiff, Bonn Express Klasse Schiffe, ab 1989 Octopus Megayacht, U31, modernstes Brennstoffzellen-U-Boot der Welt, A Megayacht.